Wir machen heute einen richtig geilen Burger. Ein Cheeseburger, Double Cheeseburger mit geilen Zwiebeln dabei. Eine Geschmacksexplosion, das verspreche ich euch. Servus Freunde zum Hamm von Dampf. Heute machen wir was, was ihr bestimmt schon kennt. Ein Cheeseburger, aber nicht so wie jetzt einen normalen Cheeseburger, sondern der wird richtig geil. Kommt aus den USA, machen den mit Zwiebeln, also ein richtiges Brett. Dafür brauchen wir folgende Sachen. Klar, unser Hauptakteur Fleisch, Rindfleisch 100%. Man sagt immer so, die beste Mischung sind so 80-20, ihr könnt auch 75-25 gehen. Aber mehr würde ich jetzt nicht vom Fettgehalt machen, sonst wird das eine Pampe. Wollen wir nicht, wollen was Geiles. Käse, jetzt dürft ihr mich nicht steinigen, beim Cheeseburger ist natürlich der Käse der Hauptakteur mit dem Fleisch zusammen. Ne? Von daher, klar, Soße haben wir auch, aber Käse haben wir drei verschiedene Käsesorten. Wir haben einmal einen Cheddar, schmilzt nicht so gut, schmeckt aber geil. Wir haben einmal einen American Cheese. Und da müsst ihr jetzt schauen, dass ihr keinen typischen Analogkäse oder sonst was kauft, sondern lasst euch einfach mal von eurer Käsefrau beraten. Der schmilzt halt einfach richtig, richtig gut. Und das macht im Endeffekt, macht es aus auf dem Burger. Ihr merkt schon, mir läuft das Wasser jetzt schon im Mund zusammen. Als drittes haben wir hier einen Gouda. War ein frischer, junger Gouda. Habe ich geraspelt. Schmilzt einfach nochmal drüber. Wir haben drei Käse. Wird mega. So, für die Soße brauchen wir im Endeffekt vier Zutaten. Das ist Ketchup. Das ist Mayo. Senf, wisst ihr auch, wie es aussieht, ne? Kennt jeder. Und jetzt was ihr vielleicht nicht so kennt oder manche nicht so kennen, das ist ein Relish. Sinn für die Soße ist, dass ihr es auch mal einfach so unter Tage machen könnt und jetzt nicht irgendwie eine riesen Vorbereitung braucht, für so einen Burger abends zu machen, der richtig lecker schmeckt. Relish ist grundsätzlich, sind es saure Gurken, Essig, Senfkörner, rote Paprika, auch ein bisschen Sud vom Gurkenwasser. Kann man selbst machen. Wenn ihr das nicht wollt, nehmt Worcestershire-Soße. Irgendwas, was ein bisschen Säure gibt. Kommt ganz geil in der Soße. Was ich noch vergessen habe, ich sehe es, hier vorne liegt da, ist unser Bacon. Darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Macht den richtigen Kick nochmal aus. Wir machen jetzt einen Double Cheeseburger. Das sind ca. 180 Gramm pro Bällchen. Wenn man einen typischen Ladies Cut machen wollen, macht er halt eins für die Frau. Männer brauchen zwei, ne? Ganz klare Sache. So, wir formen die. Jetzt müsst ihr gucken, wir machen nicht diese typischen Smashburger, die momentan überall zu sehen sind. Wir wollen keine plattgedrückten, ganz flachen Burger-Patties. Wir wollen aber auch keine Frikadelle. Drückt sie ein bisschen, aber nicht zu arg. Aber die sollen schon ein bisschen luftig sein, seht ihr. Ne? Also die müssen auch nicht perfekt rund sein. Ein Burger isst man auch nicht perfekt. Ne? Ein Burger, der muss triefen, der muss saftig sein. Das muss einfach, ja, ich als Barträger brauche eine Rolle Zewa dazu. Anders ist es kein Burger. So, sind geformt, sind plattgedrückt. Salz, Pfeffer. Machen wir direkt zu Beginn. Bisschen Pfeffer schön drauf. Schöne Salz. So, unser Fleisch ist gewürzt. Pfanne. Ich würde sagen, nicht volle Pulle, so circa 3/4 der Power, die ihr habt. So, ein bisschen Öl in die Pfanne. So, Pfanne ist heiß. Fleisch ist gewürzt. Jetzt kommt auch schon unser Fleisch in die Pfanne. So, nehmen wir gleich mal beide mit. Schön hier rein, seht ihr schon. Ah, geil. Ein bisschen flach drücken nochmal. Wie gesagt, nicht so dünn. Wir sind kein Fastfood-Restaurant. Seht ihr, läuft. So, während es unser Fleisch jetzt brät, machen wir unsere Zwiebeln. Wir nehmen eine Zwiebelreibe dafür, also eine Gemüsereibe. Einfach aus dem Grund, wir wollen gleichmäßig große Zwiebelringe haben. Haut die einfach durch, passt bloß auf, umso kleiner die Zwiebel wird, umso näher kommt ihr euren Fingern. Und aus eigener Erfahrung, Ketchup haben wir hier, braucht man nicht in unseren Zwiebeln. Einfach schön die Zwiebel durch. Macht es bis relativ zum Schluss. Den Rest lasst ihr über, wie gesagt, Verletzungsgefahr. Wollen wir nicht. Ja, schöne saftige Zwiebel, spritzt uns auch schön. Aber solange wir nicht vor der Kamera weinen müssen, ist ja auch alles gut. Ne? So, den Rest der Zwiebel, wir haben hier noch Zwiebel übrig. Wie gesagt, haben nicht alles gerieben, unsere Finger sind uns heilig. Nehmen wir uns einfach ein schönes, scharfes Messer und macht euch hier keinen Stress. Hackt die einfach in kleine, möglichst feine Streifen, dass wir alles verwerten können. Das Schöne ist beim Kochen. Wir wollen nichts wegwerfen. So.
Hintergrund war, wie gesagt, dass wir hier gleichmäßige Zwiebeln haben. Wenn jetzt hier ein paar drin sind, die ein bisschen dicker sind, Gott im Himmel. Ne? Also, wie ich schon gesagt habe, Burger ist authentisch. So, wichtig ist Zwiebeln. Wir brauchen viele Zwiebeln. Zwiebeln geben Geschmack, Zwiebeln sind geil. Ja, wischen wir uns hier schon mal in unser Gefäß, damit wir es später abfahrtbereit für in den Herd haben. So, haben wir mal alles. Oh, die ist schon schön scharf, merkt meine Augen. Ich guck mal kurz nach unseren Burger-Patties. Sollen ja schon Röstaromen haben, das ist wichtig, ne? Aber, ja, perfekt. Das läuft. Spitze. Wenn wir unsere Zwiebeln haben, unsere Patties braten schön an, ist das nächste, was wir uns kümmern, unsere Soße. Für die Soße einfach ein Gefäß nehmen. Wir haben Mayo, ist mit unser Hauptdarsteller. Macht ihr einfach mal, ne, wenn ihr so wollt, einen schönen, geht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr als ein Esslöffel Mayo. Ketchup, nicht ganz so viel wie die Mayo, würde sagen einen schönen Esslöffel dazu. Unser Senf, je nach Belieben, ne? Manche wollen es schärfer, manche nicht so. Ich würde sagen, so eine schöne, gute Spitze. Ich mag es ein bisschen schärfer. Ein bisschen mehr zur Spitze rein. Und unser Relish. Wie gesagt, Relish ist ein bisschen süßlich, säuerlich. Großer Vorteil von Relish, ne? Schöner Esslöffel hier mit drauf, passt, ist, auf einem Burger gehören saure Gurken. Aber mit Sicherheit habt ihr alle irgendwo einen Freund oder eine Freundin bei euch im Bekanntenkreis, die immer die ganzen Gurken vom Burger runterpulen. Kennt ihr, ne? So. Im Relish sind die Gurken ganz klein gehackt. Das heißt, pulen ist nicht. Trotzdem habt ihr einen geilen Geschmack. Das passt zum Burger. Sagt einfach nicht, dass Gurken drin sind. Im Endeffekt kommt es darauf an, wie es schmeckt und es wird richtig geil schmecken. So. Wir vermischen alles schön miteinander. Seht ihr, sieht so ein bisschen, kriegt eine Farbe wie eine Cocktailsoße. Ihr seht die kleinen Stückchen von den Gürkchen drin. Ah, oh, das riecht schon echt mega. Ich freue mich drauf. So. Soße fertig. Zwiebeln fertig. Burger. Patties gucken wir uns jetzt an. Ihr seht schon hier, dass die am Rand schon ein bisschen gar werden. Wir drehen sie mal rum. Ah, und da seht ihr das. Schöne Röstaromen haben wir drauf. Hier auch umdrehen. Also perfekt, ne? Das ist so, wie wir sie haben wollen. Jetzt kommen auch gleich die Zwiebeln mit oben drauf, weil die können schon mal schön mit anbraten. Und jetzt geht es darum, also nicht geizen, ne? Also wir brauchen Zwiebeln. Früher war das nämlich so, Entstehungsland des Cheeseburgers, ne? Wissen wir alle, die USA. Da hatten die Leute nicht viel Geld. Was haben sie gemacht, um einen schönen, großen, saftigen und auch vollen Burger zu bekommen? Die haben mit Zwiebeln aufgefüllt. Ganz klar, wie gesagt, Zwiebeln schmeckt super, passt mega zum Burger und kostet nichts. Ne? Deswegen machen wir genauso schöne Zwiebeln drauf. Unseren Bacon halten wir uns bereit. Den brauchen wir, wie gesagt, wenn das jetzt hier nochmal schön angebraten ist. Bacon braucht nicht lange, ist ja relativ fein alles geschnitten. Unser Burger Bun. Ich habe jetzt hier ein Brioche-Brötchen genommen. Nehmt, was euch schmeckt. Ich mag die Süße vom Brioche-Brötchen, super lecker. Das Brioche-Brötchen werden wir uns auch gleich einbuttern. Dann haben wir eigentlich auch schon alles vorbereitet, was wir für unseren Burger brauchen. Ein kleiner Tipp am Rande, ich hoffe, dass es bei mir jetzt funktioniert. Ich habe so ein bisschen zu spät die Butter rausgestellt, aber die Butter sollte schön weich sein. Das Brötchen ist zart. Ihr seht es, Butter ist zu hart. Das schneiden wir raus. Lasst einfach ein bisschen warm werden. Macht keinen Abbruch. Wir haben eh noch ein bisschen Zeit hier hinten für unsere Burger. Guck mal, dass das alles mal hinten läuft. So. Zwiebeln, die dürfen auch schön Farbe bekommen. Drückt sie hier drauf. Das Fleisch brät an. Alles ganz toll. An dem Zeitpunkt, wie gesagt, legen wir die Bacon mal neben an der Seite, an die Seite. Kann mitbraten. Deswegen nehmt euch eine schöne große Pfanne, dass ihr auch Platz für alles habt. Es gibt allein schon einen richtig genialen Geschmack in der Pfanne. So. Guck mal,
wie das hier schon läuft. Schon mal hin. Wenn ihr das riechen könntet, was hier abgeht, ne? Oh. Und ganz einfaches Gericht, also ihr habt das auch mal unter der Woche, nach dem Arbeitstag oder sonst, innerhalb, ich sag mal, mit Vorbereitung, 20 Minuten, habt ihr das alles fertig. Und es ist wirklich eine Geschmacksexplosion. Und da machen auch ganz großen Teil die Zwiebeln mit aus. Werdet ihr da sehen, wenn wir noch öfter zusammen kochen, Zwiebeln sind ein Must-Have bei Gerichten. Nicht bei allen, aber bei vielen. Wir drehen mal den Bacon rum. So. Spricht doch nichts dagegen, hier mal die Finger zu nehmen. Aber ganz klare Sache, vorher Finger waschen, habt ihr nicht gesehen, aber denkt mal, ist selbstverständlich. Den Zeitpunkt könnt ihr einfach mal schauen. Wir wissen jetzt circa, wie lange die Patties gebraucht haben, von der einen Seite schön angebraten zu sein. Das dürfte jetzt ungefähr genau dieselbe Zeit sein. Wir drehen sie mal rum auf die Seite von den Zwiebeln, dass die mit schön anbraten. Achtung, Minute der Wahrheit. Ah, guck mal hier. Ist herrlich, ne? Also das ist wirklich ein Bild für die Götter. Auf die Zwiebeln drauf. Das macht nichts, die sollen auch schön hier ein bisschen braun werden, ne? Farbe kriegen, die Zwiebelchen. So soll es sein. Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, jetzt geht es ein bisschen an die Taktik. Wir haben drei verschiedene Käsesorten. Wie ich gesagt habe, der Cheddar, der schmilzt nicht so gut. Deswegen legen wir den jetzt gleich auf unser Burger Patty oben drauf. Dann hat er auch genug Zeit, schön warm zu werden. Mit hier im warmen Dampf und der warmen Pfanne und auch dem warmen Patty. Das nächste, was hier drauf gibt, ist hier unser American Cheese. Wie gesagt, schaut, dass er einen gescheiten bekommt, aber der schmilzt. Es ist, also braucht er auf einen Cheeseburger. Das gibt im Endeffekt einen Cheeseburger ohne American Cheese. Also könnt ihr einen Amerikaner fragen. Ne? Das ist Quatsch, gibt's nicht, macht man nicht. So, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, ne, das ist ja voll viel Fett und Käse und Mayo und allem Pipapo. Ja, genau, richtig. Genauso muss das nämlich auch sein. Wir essen nicht jeden Tag einen Burger, und wenn wir einen Burger essen, dann muss da einfach Geschmack rein. Und wie wir alle wissen, Fett ist Geschmack. Ein Geschmacksträger macht einfach einen richtig, richtig, richtig geilen Burger. Da geht es auch nicht irgendwie um Etepetete oder sonst was. Wie gesagt, da muss Geschmack rein. Gouda-Käse, wie gesagt, schön gerieben, schmilzt nochmal schön, kommt oben auf unseren American Cheese oben drauf. Und dann nimmt er auch schön eine gute Handvoll, ne? Also das pro Patty. So. Perfekt. Da lassen wir auch keine Reste drin. Das kommt hier schön oben drauf. Guck mal, so. Perfekt. Wie gesagt, ist ein Cheeseburger. Deswegen brauchen wir Käse. Wir gehen jetzt mal hin. Wir haben eine zweite Pfanne. Die machen wir jetzt schon mal warm. In der zweiten Pfanne werden wir unsere Burger-Buns ein bisschen anrösten von der Innenseite. Hat folgenden Hintergrund. Jetzt momentan sind sie sehr, sehr weich, saugen sofort die Soße auf, werden ein bisschen matschig. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein bisschen innen drin eine Kruste haben. Deswegen braten wir sie an. Wie ihr gerade bei mir gesehen habt, normalerweise Butter aufs Brötchen, dann rein. Wenn dem nicht so ist und ihr kein Glück habt, wie ich, oder einfach nicht gescheit geplant habt und die Butter ist zu hart, dann geht ihr hin, nehmt ein schönes Stück Butter. Das ist, ne? Das ist ein schönes Stück Butter. Und rein in die Pfanne. Lasst sie schön warm werden. Wenn die Butter nicht aufs Brötchen will, kommt sie eben in die Pfanne aufs Brötchen. So, kurze Zeit ist vergangen. Unser Bacon ist bereit. Auch unsere Patties sind soweit bereit. Bacon kommt jetzt schnell aus der Pfanne raus. Hier auf unsere Arbeitsplatte. Oh, ach ja, das ist schön heiß. Alles gehört zum Kochen dazu. Ihr seht, schön knusprig, ne? Und ja, fettig, das muss einfach so sein. Unsere Burger. Buns kurz hier in die Pfanne. Rösten wir an. Da geht es jetzt wirklich, das geht ganz schnell. Ihr seht, wir sind jetzt eine ganz kurze Zeit hier schon in der Pfanne drin. Schön, wie gesagt, mit Butter. Und ihr seht, die haben jetzt schon eine Farbe. Wendet die ein bisschen. Wie gesagt, hier geht es um eine ganz kurze Zeit. Die sollen nicht komplett durchgebraten sein. Wir wollen einfach nur eine kleine Kruste auf dem Brötchen haben. So, hier unsere Frikadellen, seht ihr, ist alles angebraten. Mega. Der Gouda ist nicht ganz verlaufen, der zerläuft sofort, wenn ihr einen Deckel von dem Brötchen oben drauf macht. Also alles so, wie es sein soll. Freunde, jetzt kommen wir zum Anrichten. Jetzt wird's lecker. Passt auf, erstmal Unterseite vom Brötchen. Aufpassen, heiß in der Mitte. So, guck mal, mega. Da kommt gleich
Ein schöner Klecks von unserer selbstgemachten Soße obendrauf. So, guck mal, schön anständig. Guck mal, so, perfekt. Herrlich. Nächste, der erste Patty. Mal schauen, dass uns hier nichts runterfällt auf dem Weg. Ja, da haben wir es doch schon. So und so muss das aussehen, ne? Seht ihr das? Das ist echt der Hammer. In die Mitte schön unseren Bacon drapieren. Zack. So. Und gleich unseren nächsten Burger Patty mit dazu. Kratzt hier schön die Zwiebeln mit aus der Pfanne raus. Das muss genauso sein, wie ich vorhin gesagt habe. Guck mal hier. Guckt euch das an. Hä, ist das ein Burger? Ist der Wahnsinn, oder? Hier oben nochmal einen schönen Klecks von unserer Soße drauf. Guck mal, das ist doch. Also. Super. Deckel drauf. Und fertig ist unser Bacon Cheeseburger mit schönen, deftigen Zwiebeln. Lasst euch schmecken, kocht nach. Schneidet euch gleich noch auf und seht dann von innen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Like da lassen. Und wenn ihr die genaue Zutatenliste sehen wollt, dann guckt in die Videobeschreibung unten rein. Da ist ein Link zu unserer Homepage und auch eine Liste mit den Zutaten. Habt Spaß dabei, probiert euch aus. Und wir probieren jetzt hier mal das geile Teil. Achtung. Oh. So. Ihr seht das, genauso muss das aussehen. Super mit dem Käse, schöne Lagen, saftig, Zwiebeln dabei. Das ist ein richtiges Saftmonster. Also Freunde, war schön mit euch, macht's gut. Ciao.